Ja, wir sind ein Deko. Hey, wart auf mich! Lass mich nicht zurück. Also, was da vorhin geschehen ist, ich, entschuldige mich. Also nimm mich bitte mit. Du willst doch mehr über dieses Horror-Kitten in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Bleibt mir was anderes übrig? Gut, dann ist es abgemacht. Sind wir mal ehrlich. Er hat nicht gezwinkert, er hat nicht genickt, er hat kein Geräusch von sich gegeben. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horror-Kit gefunden haben. Mein Name ist Taya. Also, nett dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Nachdem wir das nun abgeklärt haben, könnten wir uns nun endlich in Bewegung setzen. Wie ich auf etwas fliege... Achso, wenn... Ja, das sind die üblichen Erklärungen. Wenn sie auf etwas fliegen... Ja, das dachte ich mir auch. Wird schon richtig sein. Ja, halt's Maul. Ich weiß, was ich tun muss. Einfach reiner... Rüber! Plupp! So. Einmal darüber. Yay! Hui, und gleich wieder rein. Und wieder raus. Iu. Und eine Kiste. Da sind Deko-Nüsse drin. Den Anfang kann ich irgendwie auswendig. Also. Ach ja, unser Angriff. Juhu. Der ist manchmal ganz lustig. Ich glaube, ich musste... Da rum war er. Das schaffe ich dann nicht. Okay, wo jetzt durch? Da lang. Hui! Ich habe was vergessen? Nein, nein! Oh! Hey du, mach schon. Drück Z. Sprich gefälligst mit mir. Ach da. Na also, siehst du, mit ein wenig guten Willen geht alles. Fliege ich zu einer... Ja, ist okay. Fliege ich zu einer Person, kannst du... Bla 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 bla. Hals, Maul, Fee. Bück dich, Fee. Wunsch ist Wunsch. Ja, okay. Passt jetzt nicht wirklich. Aber egal. Huhu. Na, dann mal weiter. Niemand, ja? Kann man hochgucken? Niemand! Wo kommt der her? Das Schicksal hat es nicht gut mit dir gemeint. Ich verstell jetzt aber nicht die Stimme. Warum versteckt die sich? Obwohl, so wie der aussieht. Hey, hey, hey! Nichts gegen Japaner, ja? Ich bin Besitzer des fröhlichen Maskenladens. Die Suche nach Masken führt mich weit umher. Während einer meiner Reisen wurde mir eine sehr wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Welch ein Verlust. Doch immerhin habe ich dich gefunden. Nimm mir nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Ach, der kam von unten, okay. Denn ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Form. Und wo kommt er eigentlich genau? Hol dir das kostbare Stück zurück, das man dir gestohlen hat. Und ich werde dich zurückverwandeln. Im Gegenzug. Alles, was ich dafür verlange, ist, dass du mir eine wertvolle Maske zurückbringst, die mir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Du
willst doch nicht allen Ernstes erzählen, für jemanden wie dich sei das unlösbar. Eine Sache noch. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen. Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst, bevor meine Zeit hier um ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Sicher findest du sie bald. Also, ich verlasse mich auf dich. Ja, wir müssen nicht in 3 Tagen fertig sein, weil der Mond sonst runterknallt. Das ist ein netter Nebeneffekt. Nein, wir müssen in 3 Tagen fertig sein, weil er sonst weg ist. Dämmerung des ersten Tages. Yeah. Es verbleiben 72 Stunden. Wuhu. Bisschen dramatisieren die Sache hier. Der Kerl macht mir Angst. Dieser Maskenhändler war... Oh, Verzeihung. Hab nur laut gedacht. Aber nur 3 Tage? Selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben uns nur 72 Stunden. Also setz dich in Bewegung. Wir müssen zur großen Fee. Du möchtest doch das Horrorkind finden, oder? Die große Fee weiß sicher, was er als nächstes vorhat. Sie sieht alles. Und unter uns gesagt, das Horrorkind hat keine Chance gegen die große Fee. Geh zum Schrein nahe dem Norden des Tors. Dort findest du die große Fee. Gut, ich kurz die Sache mal ein bisschen ab, da ich genau weiß, was jetzt gleich kommt. Der mag uns nicht. Hi. Der spielt später noch eine Rolle. Achso, wir können nicht schwimmen als Deko. Die brauchen wir! Juhu! Bitte erhöre mein Flehen, das Horror-Kit hat meinen Körper zerschmettert und die Einzelteile in alle Winde verstreut. Bitte bring mich zur Feenquelle, Nord- und Hochstadt. Johnny. Ja, ist klar. Charlie. Charlie das Einhorn oder irgendwie so ähnlich. Oh, niau, niau. Sonntagsraser. Oh nein, 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 weg von dem. Ich hab keinen Bock auf die Zwischenfrequenz. Now. Jetzt bin ich überfordert. Muss ich da lang? Ich hasse Hunde! Okay, hier muss ich noch nicht lang. Ein paar werdet ihr aus Ocarina of Time definitiv wiedererkennen. Ein paar sehr abstrakte Leute. Das will ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, ich muss noch einen hören. Hui! Hui! Ich glaube, ich muss hier lang. Hui! Na, 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 na. Ah, hier bin ich richtig. Da lang. Da ist die Feenquelle! Yay! Sie hat keine Chance. Horror-Kit hat. Oh oh, die große Fee, ja. Horror-Kit hat keine Chance gegen die große Fee. Virtuelle Maschinen unterstützen keine 3D-Spiele. Das waren Insider, alle aus meiner Ausbildung. Sie sind ja schon sehr freizügig gekleidet. Taya und du, junger Freund im fremden Körper. Habt Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dies bescheidene Geschenk an. Gebonkt. Ich weiß ja nicht, aber die großen Feen aus Ocarina of Time und Majora's Mask könnten eigentlich auch unter einer anderen Dienstleistung durchgehen mit den Klamotten, die sie tragen. Laub und Stiefel. Ich meine ja nur. Wow. Kleiner Kerl, ganz groß. Juhu, ich habe Magie. Ich kann... Das klingt jetzt pervers. Ich kann blasen.
Ja, okay. Ich kann Blasen erzeugen. Also, ich kann... Es gibt Momente, in denen ich mir wünsche, dass ich mich anhören würde wie ein Kerl. Ma! ja, okay. Es könnte problematisch werden, das hier jetzt noch groß durchzuspielen in meiner Zeitspanne, die ich noch habe. Ach, was soll's. Hui! Alter, guck mal. So macht man. Ist der Falsche. Ach, da. Irgendwann geht die auch kaputt. Yeah! Verdammt! So, jetzt muss ich treffen. Hey! Geht doch! Ich war's! Hast du gerade den Ballon abgepfiffen? Nicht übel für einen Deko-Kerl. Wir Bomber haben ein Versteck, von dem aus man ins Observatorium gelangt. Ja, ganz toll. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Vielleicht verrate ich ihn dir ja. Aber glaub ja nicht, dass das so einfach ist. Zuerst musst du einen Test bestehen. Ja, mach mal. Na gut, Aufstellung, Jungs. Wenn du bis morgen früh alle 5 von uns findest, verrate ich dir den Code. Kann's losgehen? Spätzünder. Okay. Aha. Hab den ersten. Okay, wenn ich mich recht entsinne, war... Bin ich blöd? Ha! Ach, halt die Klappe, Taya. Verdammt. Nein! Wuhu! 3 übrig, geht klar. So. Gehen wir mal da lang. 3 sind noch übrig. Ich find euch, Jungs. Ich find euch. Gehen wir mal da lang. Bingo. West-Unruhstadt. Muha, hab ihn. Schön, dass man die betäuben kann. So schnell waren die in Ocarina of Time aber nicht. Na egal. Oh ja, ich will ein Konto. Ich will ein Konto. Hallo, kleiner Mann. Möchtest du nicht deine Rubine deponieren? Ja. Heutzutage wollen die Leute ihre Ersparnisse einfach nicht mehr einzahlen. Nichts. Als besonderen Anreiz offeriere ich dir eine spezielle Prämie, je nachdem, wie viel du einzahlst. Wenn du zum Beispiel 200 Rubine sparst, gebe ich dir etwas, womit du noch mehr Rubine bei dir tragen kannst. Gebonkt. Ja. Wunderbar. Nun... Wie viel möchtest du einzahlen? Dann nehmen wir mal die 9 lieber ab, was? Kleines Taschengeld. Das ist alles? Das ist so gut wie gar nichts, du Knauser. Grummel. Aber bitte, der Kunde ist König. So, junger Mann, wie lautet denn dein Name? Sasuke war der Name, oder? So, das wär's. Deine Ersparnisse sind bei mir in guten Händen. Lass mich dich zu, noch rasch mit einer Spezialtinte kennzeichnen. Keine Angst, die Tinte ist unsichtbar und es tut auch nicht weh. Ah! Ah, diese Schmerzen! Okay. Das war's auch schon. Von jetzt an werde ich dich immer erkennen. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 9 Rubine.
Sieht ungefähr so aus wie mein Girokonto. Er hat momentan mehr. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer angesammelt hast. Klar, gerne.